Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Sonntagsfahrern. Wir fahren diesmal auf einer britischen Strecke North Pennine. North. Wie ist das gleich nochmal? Ich bin auch wieder dabei. Irgendwas ja. Mit North. Northern Trans Pennine. Dankeschön. Britische Strecke zwischen Manchester und Leeds. Wie gesagt, den Seitenspinner habt ihr gerade schon gehört, der heute wieder mit dabei ist. Oder wie immer. Und meine Wenigkeit der Lavan. Wir fahren zwei verschiedene Loks, selbe Strecke. Also wieder so ein kleiner Lok-Vergleich, sag ich mal. Frag mich jetzt nicht nach den Baureihen, das sind britische Baureihen. Die sehen auf jeden Fall ganz cool aus. Ja, Zündschlüssel anmachen macht natürlich Sinn. Ach, ich muss den Zug auch mal aufrüsten, ja, fällt mir gerade auf. Also aufrüsten nicht wirklich, wir fahren ohne Sicherheitssysteme, aber wir fahren, muss diesen Schlüssel hier umdrehen. Oh Gott, das ist es wieder. Kleiner Bremstest. Du musst die Bremse einmal ganz durchziehen, ne? Wenn du also die QA-Bremse einmal ganz durchziehen, bis du sie löst. Auf volle Leistung meinst du, ne? Nee, ganz durch. Einmal ganz durchdrücken. Ah. Und dann, es geht die auf fahren. Ah, ich verstehe. Okay. Ich kann den Türen schon wieder verriegeln, das war super. Türen entriegeln. Ich glaube, er hat die Türen nicht verriegelt, oder? Irgendwie kommt bei mir noch wieder keine Leistung. Jetzt haben wir nicht mal Zugsystem und ich habe wieder ein Leistungsproblem. Ach ja, weil ich vorher nicht wenn er nicht eingeschaltet habe. Das ist ja super. Ja, alles gut. Ich hab nur den Fahrtrichtungswender nicht eingeschaltet. Ich verstehe. Für mich geht es jetzt los. Oh, ich ist ja schnell. Ach du musst ganz schön langsam aus dem Bahnhof raus. Mit einem gelben Signal. Ja, habe ich schon gesehen. Fährst du? Ich fahre, ja. Also wie gesagt, heute könnt ihr wieder die verschiedenen Strecken, die verschiedenen Loks auf derselben Fahrt bewundern. Meine dürfte ein bisschen ältere sein, also zumindest von der Baudings sieht es so ein bisschen aus, von der Bauern bis ich glaube 45-1 oder so ein Quatsch. Oder 47-4 oder irgendwas sowas. Auf jeden Fall von der Baureihenbezeichnung, auch vom Aussehen, ich meine, so nach vorne ausgebeult ist, sag ich mal, nennt man das. Der Motor raubt so nach vorne. Ist das noch ein bisschen, sieht das noch ein bisschen älter aus vom Typ her, würde ich sagen. Das Szenario, falls ihr euch wundert, spielt in den 80er Jahren. Das heißt, das hier ist British Railways in den 80er Jahren. 84 oder so soll das darstellen. Weil diese Loks wird man heutzutage nicht mehr antreffen, aber es ist sau cool. Deswegen, ich mag die Strecke echt. Bin ich, glaube ich, auf ihrem Kanal einmal gefahren. Aber ich liebe dieses 80er Jahre Szenario. Das macht richtig Spaß mit diesen alten Diesel-Loks. Bist du schon in der 32er-Zone? Ich glaube noch nicht. Vorstandsbeleuchtung rechts. Boah, ich sehe auch überhaupt nichts, ne? Ich bin noch in der 10-Meilen-Zone oder so. Ich fahre jetzt gerade in die 32er rein. Ich hab 16. Warte mal, wer schon wieder nicht auf Meilen gestellt hat. Mach mal wieder den Vergleich. Ich habe wieder Karma-Anzeigen, du wieder Meilen-Anzeigen. Das finde ich gut. Außerdem kann man hier wieder sehen. Welche ist denn jetzt die Meilen-Anzeige? Hier, ja, MPH. Da sieht man das immer. Boah. Wie viel MPH wir fahren. Also ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, wo ich AWS bestätigen kann. Ich weiß aber nicht, wie ich es aktivieren kann. AWS, ja, sehe ich auch, aber ich habe keine Ahnung, wie das System funktioniert. Ist das sowas wie SIFA oder was? Ja, so vergleichbar mit SIFA. Aber wie gesagt, ich kann es nicht aktivieren, weil ich keinen Plan habe, wo ich dafür hin muss. Bist du schon mal mit britischen Systemen gefahren? Ja. Das Einzige, was ich bisher mal hatte... Ah, DSD-Trennschalter, isoliert, da oben. Aber das ist DSD und nicht AWS. Ich mach's lieber nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Da muss ich mir erst wirklich einlesen in die britischen Systeme. Aber DSD ist doch was anderes. Ich
bin mal irgendwann ein TGV mit französischem System gefahren, im Train Simulator, das war auch ganz cool. Ich mag diese Geschwindigkeitsschilder, die so an der Seite stehen, diese schöne 15er, die 150. Okay, ich stehe, weil wegen DSD. Okay. Ich sag dir, steh jetzt gar nicht erst ein, sonst stehst du eh gleich. Ich rolle noch. Wir fahren übrigens sowas wie vergleichbar mit Intercity, würde ich mal sagen. Also ein Fernverkehrszug. Sogar ein Express-Fernverkehrszug. Das heißt, wir halten zweimal auf der Strecke. Die Strecke ist ein bisschen länger, vor allem als die letzte Folge. Letzte Folge hatten wir ja Rhein-Ruhr Hauptbahn. Da sind wir relativ langsam gefahren, also nicht langsam, sondern relativ kurz gefahren, das wollte ich sagen. Wir haben keine lange Folge gehabt, diese Folge haben wir mehr Zeit. So, Verspätung ist da. Ich habe DS jetzt wieder ausgeschaltet. Ja, genau, ich fahre mit der Class 47/4 BLU. Siehst du das zu genau bezahlt? Was? Hast du dir gemerkt? Hab ich mir notiert. Scheiß Streber. Nee, ich hab gerade, ich hab's jetzt wieder vergessen, was ich meinte. Ich hab's, glaube ich, gerade mal abgeklappt. Ja, ich hab's auch nicht vergessen. Ist egal. Die coole Lok, die mit dem Bau. Was ich auch interessant finde. Was denn? Ich glaube, in den Settings war. Oh, ich liebe dieses Motorengeräusch. Wenn er den richtig aufschaltet, macht's. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Ich bekomme mal kaum noch Schub rein, okay? Ich hab. In den Settings ist eigentlich DSD genau wie AWS und SIFA auf Q. Weswegen wundert mich das jetzt gerade, warum mich gerade. Aber egal. Ich hab's deaktiviert, weil, ja. Hast du den Nahverkehrszug schon gesehen? Also der kam jetzt schon ganz den sehe ich jetzt gerade. Okay, also so weit sind wir nicht auseinander. Ich liebe diesen Sound, wenn ihr den hochbeschleunigt. Das hab ich gerade schon gesagt, aber das hört sich so original nach alter Diesel-Lok. Guck mal Instrumentenbeleuchtung an, da sieht man es noch ein bisschen besser. Huddersfield, kenne ich, also Huddersfield ist der nächste Halt. Kenne ich auch noch aus dem Fußball. Wir haben eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren mal in der Bundesliga. Nein, in der Premier League. In der Bundesliga, ist. Krass. Ja, die haben kurz die falsche Liga gewechselt. Nee, ich wollte sagen, in die Premier League. Das war der falsche Transfer. Ja, genau. In die Premier League sind sie aufgestiegen. Ein Trainer namens David Wagner. Warum ich sowas weiß, keine Ahnung. Der mit Klopp befreundet ist. Bist du noch in der 60er-Meilen-Zone oder bist du schon in der 50-Meilen-Zone? Ich guck mal kurz auf meine Meilenanzeige. ich dürfte noch 60 Meilen. Okay, dann. Ich bin jetzt bei 90 km/h. Okay. Da hinten kommt 80 km/h, also das ist dann okay, mehr Meilen. Okay, dann bist du weiter vor mir, aber ist ja klar. Ein bisschen war ja gerade noch schon. Wir sind nicht weit auseinander, wenn du den Regionalzug, du hast den Regionalzug vielleicht 2 Minuten hinter mir gesehen. Ja, okay, das geht ja noch. Aber schön hier mit den Highlands. Mhm. Ich mag die Strecke richtig, vom Design. Ich bin wieder ein bisschen schnell jetzt hier. Leistung rausnehmen. Und dann kommen die. Ach. Moment, das ist ja langsamer. Ups. Jetzt kommt durch das Meilen völlig durcheinander. Ich denke gerade, ich schneller fahren, aber
Ja, gut, 80 ist ja langsam. Jetzt fahre ich ein bisschen zu schnell in die 80er-Zone. Ja, 80 Kilometer braucht schon also langsamer als 90. Ja, ich war aber im Mai, jetzt bin ich völlig untereinander. Weil ich auf die Mai-Anzeige vorher geguckt habe und dann so, hä, dachte ich, ich kann schneller fahren. Na gut. Ich hätte auf Mai in Umstein zu werden, aber ich mach's jetzt nicht in der Folge. Das ist jetzt so. Ein bisschen Fenster runter. Das klingt auch geil, wenn du Fenster runter machst, so ein Sound. Hör dir das mal an. Also meine klingt, ich weiß nicht, wie deine klingt, aber meine klingt so richtig rotter nach dieser Motor. Kann ich gerade nicht sagen, ich habe Leistung rausgenommen. Ah, okay. Und ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen anlegen. Aber auch nur ein bisschen. 80 Kilometern halten wir dann das nächste Mal. Aber guck dir diese Landschaften an, das ist einfach spektakulär, die Strecke. Das kann auch wieder ein bisschen mehr Schub und Leistung geben. Vom Ruhrgebiet Charme. Bisschen mal durch die wirkliche Landschaft fahren. Oh, dieses Rotter. Das ist geil, oder? Ich sehe zwar nichts, weil ich immer in den Büschen lande, aber das klingt nice. Also klingt es natürlich nicht so spektakulär, weil ich kein Sound, weil ich gerade nicht beschleunige, aber. Aber auch der Sound von den Waggons ist auch nice. Oh, ja, geht's bergab oder geht's bergauf? Ich bin verwirrt. Die Highlands verwirren mich. Ich erstmal einen Tunnel. Ein Tunnel? Okay. Ach, ja. Übrigens, mit N kannst du das tiefe Horn machen. Oh, im Tunnel. Warte mal, ich will ein Fenster runter machen. Fenster. Ja. Geil. Ich bin irgendwie die Spiel ein Sound-Nerd. Klingt sehr gut. Jetzt will ich hier aber mal. Ist mir egal, ob ich ein bisschen schneller werde. Ich will hier mal richtig leisten. Lass mal im Tunnel gleich die Leistung aufdrehen von der Lok. Mit Fenster runter. Das klingt so gut. Wollen wir mal Fenster wieder hoch. So, ich bin jetzt in diesem einen kleinen Bahnhof hier und fahre jetzt in den Tunnel rein. Das ist ein langer Tunnel. Ich sehe nichts. Ich hab auch überhaupt kein Licht an. Ne? Ich fahre ohne Licht in diese Tunnel rein. Keine Ahnung, wo das Licht angeschaltet hat. Aber ich kann dir sagen, im Führerstand macht man das mit L an. Da bringt mir ja nichts. Ich hab vorne trotzdem nichts. Du musst ja eigentlich auch nach vorne ein Licht dann haben, damit jetzt, falls jetzt jemand im Tunnel abhängt, das mitkriegt, dass dann zukommt. Sollte zwar nicht jemand im Tunnel abhängen, aber du weißt es ja nicht, ne? Das ja gar nicht. Ah, da hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Das ist Licht. Siehst du schon das Licht? Komm ich. Geh nicht ins Licht. Nein. Ja, da hinten ist es. Da ist doch was. Zugheizung, Kennlichter an. Welche Taste ist das? Irgendwo rechts bei mir. Also ich hab's rechts auf dem Dashboard gehabt. Ach stimmt, wir fahren aus zwei verschiedenen Lokomotiven. Ich glaube, die sind ziemlich unterschiedlich. Kennlichter rechts aus. Kennlichter links, nein. Spitzenbeleuchtung an. Ah, guck mal, jetzt habe ich auch Leuchtturm an, glaube ich. Kann man hier das immer machen? Signalhorn, Scheibenwischer. Sieht man aber nicht wirklich, dass ich was davon habe. Zuglicht-Dimmschalter. Nee, von der Strecke kannst du eigentlich wirklich viele Fotos machen, wenn ihr so durchrauscht. Okay, halten wir fest, wir sehen nichts und das bleibt auch so. Genau. Nichts, Kennlichter an, Lenklicht aus, Latz, Spitzensignale an. Route Indicator, okay. Was sind denn Spitzenbeleuchtung? Was ist der Unterschied zwischen einer Spitzenbeleuchtung und Spitzensignal? Sonnenblende können wir auch untermachen, aber nicht. Eine Kollege, ach, sitzt übrigens bei dir ein Kollege oder eine Kollegin rechts? Eine Kollegin. Bei mir ein Kollege. Tja, sitzt du wohl im falschen Zug.
Oh, ich bin wieder zu schnell, Alter. Nicht so viel quatschen, mehr aufs Fahren konzentrieren. Jetzt bin ich natürlich noch weiter vor dir, aber weil ich illegal Vorsprung geholt habe. Ich hab gepasst, aber dass ich mich gewundert habe. Illegaler Vorsprung. Ich merke schon hier ganz fiese Tricks wieder. Es ist nicht das Duell. Ja, hast auch wieder recht. Mal, geht's hier so bergab, dass er so schwer am Bremsen ist? Ja, geht's anscheinend. Oh, ich muss aber Bremse anziehen, dass ich da noch so stehen komme. Ja, gut. Passt. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt das Zeichen to whistlen? Gucken wir einfach jetzt mal drauf, wenn wir es hier richtig sehen können. Nicht erkennbar. Hast du vorhin mein Fenster runtergemacht im Tunnel? Ich hab nichts gesehen, ich wusste, wo das Fenster war. Einfach irgendwo liegen. Ich glaube, da war ein W drauf. Benutze es einfach als W. Als oh Gott, falsche Richtung, Bremse, falsche Richtung. Was falsche Richtung? Bremse, falsche Richtung? Ja, ach, du hast die Bremse in die falsche Richtung gezogen. Genau. Ah, okay. Das Übliche. Was macht Elster? Einmal wenden. Bitte wenden Sie. Mein nächster Kollege, bitte wenden. Wenn das im Zugnavi kommt, es gibt kein Zugnavi, aber you know what I mean, das ist zu gefährlich. Oh! Was? Ich muss bremsen. Ich bin in der 50er-Zone reingerutscht. So. Falsche Richtung, nicht volle Leistung, weg damit, raus da. Nein, nicht neutral, ach, aus. Oh. Mir kam jetzt grad, kommt jetzt gerade ein weiterer, ich nenne ihn mal Intercity oder weiter Fernverkehrszug vorbei. Gut, ich habe es einfach so getan, als ob ich den Bahnhof halten wollte. Haha, ich gebe wieder Gas. Getrollt. Ersatz halt. Das Problem, wenn man plötzlich mal wieder mit Ö und Ä hier die Bremsen betätigt. Da ist ein Kollege, okay. Den haben wir gerade schon gesehen. Ich bin jetzt direkt im Kraftwerk. Echt? Ist ja das Kraftwerk noch gerade vor mir, also da bin ich noch nicht. Aber neben dem Kühlturm, neben dem großen. Aber ich muss ja mal ein Foto zeigen. Ach, andere Seite, mach eine andere Seite Ansicht. Nein, nicht 9. So, 8. Das steht natürlich genau da, wo ich nicht sein wollte. Bitte, da, Kühlturm mit drauf. Einmal eine schöne Ansicht mit dem Kühlturm. Ja, so ist gut. Sehr schön. Das Pfeifen vom Dieselmotor. 72? Wo kam die denn her? Hab ich gar nicht gesehen. Oh, war ein bisschen schnell über die Sache. Ja, da hätte ich vielleicht mal nicht die Ansichten wechseln sollten. Da wird gleich langsam, hast du gesehen, ne? Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe nur noch die 50 gesehen. Oh, hier schön über den Fluss rüber und jetzt bin ich direkt neben dem Kühlturm. Ich sag ja, die Strecke ist landschaftlich geil. Wieso? Meinst du jetzt den Fluss oder den Kühlturm? Ich liebe Kühltürme. Ist immer. Es gibt nichts Schöneres als Kühltürme. Große Kühltürme. Kühltürme sind meine Lieblingslandschaft. Nee, aber generell auch die ganzen Felder und so. Ist halt. Also, ich muss schon sagen, in diesem Bahnhof liegt der Müll aber ziemlich viel verteilt. Oh. In den 80ern, da gab's noch. Obwohl, da gab's schon Umweltschutz. Ich hatte den Quatsch. Wo kommen denn jetzt. Ach nee, Moment, wo kommen denn jetzt. Hä? Gott, immer dieses Hin und Her. Plötzlich runter auf 40 Meilen und dann plötzlich wieder doch nicht und hoch auf 80. Alter, das ist ja wieder verwirrend hier alles. Man merke sich, niemals eine Vorbeifahrt machen, während man in einem Bahnhof ist.
Wie hast du von der Streckenmarkierung Dingsbums, oh, das war aber ziemlich tief, getrollt dran genommen. Ich brauch 7,1 Kilometer, bis ich in Huddersfield bin. Wie viel bist du? Ich bin noch in, ich hab noch 4,8 Meilen. Stimmt, wir haben ungefähr falsch. Für Leute liegt es 3,6 oder wie war die Umrechnung? Kilometer. Keine Ahnung. Ich kann sagen, dass ich völlig auf Bullshit erzähle. Oder war das, das war glaube ich nur eine andere Umrechnungseinheit, oder? Ich habe so eine 3,6 im Kopf, aber ich kann auch sagen, dass ich jetzt wieder völlig auf Bullshit erzähle. Völligen Bullshit, nicht völlig Bullshit. So. Warum haben wir jetzt gleich eine 50er-Zone? Ich bin mal gespannt. Also diese Strecke bin ich noch nie gefahren, nochmal so fürs Protokoll. Ich bin sie, schon gefahren und fahre trotzdem in die langsameren Stellen rein. Oder in langsameren Stellen. Ich finde, dass diese Signale so tief sind, ne? Ja, genau, das meinte ich gerade eben, dass es eng war. Ah, wir gehen jetzt wieder rechts so rüber auf die Strecke. Deswegen die Geschwindigkeitsbeschränkung. Wir gehen gleich schon mal eine Weiche. Ah, okay, gut zu wissen. Da bin ich ja jetzt gleich. Ah, I see. Da hat er es direkt, kommt auch nochmal ein Tunnel. Okay. Aber ich glaube, der längste ist den wir gerade durchgefahren sind. Ja, gut, dass wir da im längsten nichts gesehen haben. Ja, gut, was hätten wir sonst sehen, so ein Tunnel? Ja. Die geht ja mehr darum, die Leute zu schützen, die da im Tunnel zufällig irgendwie eigentlich nicht sein dürfen, aber trotzdem drin sind. Sondern die nicht, dass die auch sehen, dass es in Zug gehen kommen. Also, glaube ich jetzt. Licht dann hast. Du siehst im Tunnel eh nichts. Und ja, die Lichter, ne? Vor allen Dingen ältere Zugmodellen, die sind ja auch nicht dafür ausgesehen, Lichter zu leuchten, sondern es sind Kennlichter. Ja, das sind einfach nur, dass du von vorne siehst, da ist was. Das fährt. Das stimmt allerdings. In den alten Zügen siehst du auch im Train Simulator, wenn Train Simulator nachts mit alten Zügen fährst, siehst halt gar nichts. Das ist halt nicht dafür da ist, dass der Lokführer auch sieht, sondern er dafür da ist, dass die andere dass das erkennt, dass wird. Der Zug fährt. Genau. In den moderneren Zügen, die haben ja teilweise Fernlicht. Da passt das schon mehr. Ja. Hey, warum? Es kommt gefühlt kein bisschen Steigung und der Zug kommt nicht voran, das ist auch wieder geil. Ich glaube, das sind jetzt gerade die Ausläufe von Huddersfield. Die Kirche auf der rechten Seite. Aber das Schöne hier an dieser englischen Strecke ist, dass es halt so entspannt. Man ja, weil wir die Zugsysteme aussahen. Ja, das natürlich auch, aber jetzt mal ein bisschen Distanz fahren. Ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt so, man fährt halt nur so nach dem, also was heißt nur, man fährt halt und hält, fährt, gibt nicht Gas, um wieder zu bremsen. Also klar, irgendwann müssen wir auch bremsen, aber ja. Deswegen hoffe ich ja, dass irgendwann nochmal in Deutschland das City-Strecke kommt. Und das ist ja jetzt gerade mal die Hälfte der Distanz hat das viel. Also das ist schon, die Strecke ist schon etwas länger. Das ist sowas, schade, dass sowas in Deutschland nicht geht. Gut zu wissen, das ist ja sehr gut, dass wir vorproduzieren. Ja, habe ich doch gesagt, dass die Folge länger ist. Oh, schön mit dem Waggon da auf der rechten Seite. Ja. Linke Seite meinst du? Auf der linken Seite.
Bist du jetzt auch gerade oder was? Ich bin da vorhin schon vorbeigefahren, hab den Waggon aber auch gesehen. Hab ihn nur nicht erwähnt. Wieder ein bisschen langsam gerade. Ich fahre schon 1,8 Kilometer bevor ich. Was das Gefährliche ist an der Strecke, du kommst ins Trödel. Du kommst dann wirklich ins. Ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich komme nämlich gerade überhaupt nicht mehr aus dem Quark mit 0,7% Steigung. Das ist aber auch schön hier mit den Planken am Bahnsteig oder diesem Holzplanken-ähnlichen Design vom Bahnsteig. Du musst dir auch mal die Leute angucken, die sind auch ganz cool gemacht. Also es ist halt wirklich, ich habe in den 80ern nicht gelebt, aber so stelle ich mir das vor. Ein bisschen. Ja, muss ich mal gucken, wenn wir in Huddersfield sind, da kann man es ja besser betrachten. Also ich komme echt nicht mehr aus dem Quark, ne? Ich fahre mit Maximum Leistung und ja, mehr als 30 Meilen sind nicht drin. Oder ist, glaube ich, noch ein Kohlekraftwerk. Ich bin 1,7 Meilen da, also ich bin mit einer dicken, fetten Verspätung von garantiert mindestens 3 Minuten komme ich dort an. Ich bin jetzt auch zu spät. Ja, 1,1 habe ich noch. Ich habe auch 1,6 Meilen. Also war gar nicht mehr so unterschiedlich. So, ich bin jetzt gerade in dieser, ich fahre gerade über die Stadt, also über diese Brücke. Okay, ja, du bist da ein bisschen weiter vor mir. Ja, du bist jetzt aber auch gleich da, vor die, an den Häusern hier vorbei, über diese Brücke. Das ist halt so geil. So hochgestellte Strecke. Da ja, müssen wir danach noch, ich glaube, wir müssen danach noch langsamer werden, oder? Ja, 24. Pass auf, da ist wenig Zeit zu bremsen danach. Okay. Beziehungsweise gar keiner. Ja, ich komme noch mal in eine 40er-Zone. Also, die werde ich so von Dicke nicht erreichen, die 40 Miles per Hour. Jetzt muss ich so bremsen, dass ich stehe, deutlich vom Bahnhof. So. Meine Chance, Zeit hoch, Zeit gut zu machen. Ja, wahrscheinlich überholst du mich jetzt. Eine Meile habe ich noch. Wie kommt jetzt keine Leistung mehr? Na klasse. Jetzt stehe ich nämlich hier. Jetzt komm. Nee, ich krieg keine. Was willst du mich verarschen? Warum krieg ich denn jetzt keine Leistung mehr? Oh wow. Ich war nicht auf Fahren. Ich war die ganze Zeit ich bin die ganze Zeit mit angelegter Bremse gefahren. Alter Verwalter. Und ich wundere mich, warum ich nicht Gas gebe oder warum ich keine Leistung bekomme. Die Bremse war nicht komplett gelöst. Ja, läuft. Ich bekomme jetzt gerade gar keine Leistung mehr auf den Zug. Aus irgendeinem Grund. Hä? Ich roll jetzt quasi in den Bahnhof rein. Ich kann gerade nichts machen. Das ist doch so Kott. Nur Motor, ja. Mach doch. Ja, gleich roll ich auf ein rotes Signal zu, nach hinten. Ey, Leute, warum passiert jetzt nichts? Ja, dann gib Leistung, Vater. Das kann doch nicht so schwer sein, Leistung aufzuschalten. Ja, gib Schubrakete. Oh, 25 Miles. Ach, ich höre die ganze Zeit 15. Den Motor. Das meinte ich gerade stellen. Ich höre die ganze Zeit den Motor. Da sieht gar nichts von mir. Wie stellt man das? Motorstart? Ja, Motorstart ist an. Da werde ich hier Motor ausgestellt, oder? Hallo. Ich rolle hier nur auf ein rotes Signal zu. Aber jetzt gib Leistung! Ich roll gleich über ein rotes Signal, das ist das Szenario für mich vorbei. Er macht keine Leistung, das ist unglaublich. Hast du irgendeine Ahnung, worum das liegen kann? Leider nicht. Ich könnte halt nur sagen,
Ja. Oh, ich muss bremsen. Vielleicht nochmal die Bremsen komplett anlegen oder so. Okay, das ist mehr. Okay. Ich rolle also in ein paar Sekunden gegen. Rollst du vorwärts oder rückwärts? Rückwärts. Dann vielleicht das. Vielleicht die Bremsen anlegen, dann irgendwie nochmal den Schub rausnehmen und dann nochmal Schub geben oder so. Also, weil solange der rote Dings, der rote Zeiger da bei der Brake Pressure Anzeige da bei Richtung 0 ist, sollte es eigentlich Leistung bekommen. Passiert bei mir gar nichts. Ich roll nur nach hinten. Dann leg die Bremse an, damit du nicht komplett reinrollst. Ich hab die schon dreimal angelegt und dann wieder. Hey. Also was du stehst halt. Ich stehe die ganze Zeit, weil ich nicht weiter nach hinten rollen soll. So. Mach jetzt den Fahrtrichtungswender nochmal ganz aus. Dann vorwärts wieder einstellen. Bremse gelöst. Da macht er die ganze. Der Motor springt an. Oh Gott, ich sehe ja nichts. Nee, ich krieg keine Leistung. Bremsen sind auch fahrend und kommst keine Leistung. Bremsen sind auch fahrend. Ich hab den Fahrtrichtungswender mir jemand ausgeschaltet. Muss doch noch ein Bug sein. Wir lösen nochmal die Bremse jetzt. Fahrtrichtungswende nach vorne. Ich höre den Motor rattern, wie verrückt. Es passiert noch gar nichts. Von der Leistung her. Okay, nächsten Versuch. Ich mache den Zündstift kurz aus, wenn das hier auf aus ist. Zündschlüssel aus. Zündschlüssel wieder an. Fahrtrichtungswende nach vorne. Nee, aber noch Motor. Habe ich irgendeine Bremse vielleicht noch angelegt, die ich irgendwie. Welche, wie viele Bremsen hat man denn? Zwei, ne? Ja. Einmal direkte, einmal die Fahrerbremse. Also, bei mir zumindest. Ich auch. Ich habe zwei verschiedene Lokomotiven. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den Motor ausgeschaltet, der Trottel. Ich habe auf Motorstopp gedrückt. Wait a second, du hast eine. Hast du nur eine Zwangsäule oder so bekommen? Kann ich ja nicht. Ich bin einfach. Ich habe einfach ein bisschen stark gebremst. Vorhin. Verwirrt. Jo, keine Ahnung.
wüsste auch nicht wirklich, wie ich da jetzt weiterhelfen könnte. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist Bug. Ja, jetzt bin ich über Rot, das Ding angerollt, jetzt vorbei. Na gut. So. Was machen wir? 35 Minuten umsonst. Ich habe zwei Ideen. Ja. Funktioniert nicht. Hätte ich gedacht, wir fahren in Huddersfield, steigen wir beide in den Zug, steigen wir beide nochmal wieder in den Zug, aber wir haben ja nicht die zwei verschiedenen Lokomotiven wahrscheinlich. Ja. Du bist noch im Spiel drin, ne? Ich bin noch im Spiel drin. Du fährst du noch oder hast du Steuerung? Ist das Game? Also ich fahre noch, also wir können halt das, also was wir machen können, wir können nochmal. Mach mal Escape. Wann hattest du jetzt 56? Ich dachte 36 oder so. Ich habe 56, 30. Okay, gut. Gab es ungefähr. Und halt 30 Kilometer. Von der Kilometermarke her, immer es ja am besten abnehmen. Ja, können, das passt so ungefähr. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen vor dir, aber das weil war die Zeit ist ja vom Prinzip her eigentlich irrelevant gewesen, sondern halt eher so die Schreckendings. Ist mir auch erst später eingefallen. Also jetzt gerade eben. Irrelevant. Ja. Irrelevant. Hm. Aber es kommt vom Pulver, Mann. Ah, auf den Schildern, auf diesen weißen, ach weißen sage ich schon oft, das sind Streckendinger da, das ist gar nicht hier von wegen, das ist kein Zeichen zum Whistlen. Aber das muss auch schon damals so auf den Strecken gewesen sein, oder? In klar. Großbritannien, dass es da solche Zeichen gibt an bestimmten Spots, wo man whistlen soll. Aber es ist eigentlich immer weiß, genau, weiß gewesen. Vor allen Dingen damals, wenn du überlegst, dass da viel mehr Bahnübergänge gab. Ja, vor allem viel mehr Unbeschrankte. Ja. Da waren schon einige dabei jetzt hier. Und auch in, ist das, ich weiß gar nicht, ob es auch sogar die Strecke ist, also der Abschnitt. Also, in Großbritannien wird ja sehr häufig auch vor Bahnhöfen gehupt. Also, zumindest, oh, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob das halt generell so ein Ding ist oder halt so ein Ding von wegen, oh, das ist ein Trainspotter, dann hupen wir mal. Aber so ist es halt, das ist halt das, was mir halt immer so, was ich halt in solchen Trainspotting-Videos aus Großbritannien halt immer gesehen habe. Oder was mir dort aufgefallen ist, besser gesagt. Hm, soll ich mal ein bisschen bremsen? Gott, ist das hell mit der Sonne hier. Ich sehe gar nicht den Himmel, so hell ist das. Ich sehe gar nicht den Horizont, so weiß ist dieses. Von mir gar nicht mal so heftig. Okay, das könnte vielleicht daran liegen, weil ich halt den Kontrast hochgeschaltet habe. Fällt mir gerade auf. Ja, nee, muss ich habe wieder zu stark gebremst. Ist gerade dasselbe passiert, was dir vorhin auch passiert ist, in die falsche Richtung gebremst. Man kennt's. Vor mir liegt so ein schöner Berg. Übrigens, ja. Du hast deinen Zuschauern, glaube ich, gar nicht erklärt, was los war. Ja, vom Prinzip her, ne? Also, bei dir war es relevanter, also. Ja, stimmt. Eigentlich mit dir war es eh eine Pause. Aber die haben sich gewundert, warum es einen Schnitt gab. Nochmal für euch, ich war zu blöd, den Zug zum Laufen zu kriegen. Wie ihr sicherlich gehört habt. Und deswegen bin ich einfach zum Huddersfielder Bahnhof gegangen und habe da den Zug wieder weitergefahren und muss jetzt eigentlich schon lange bremsen. Schön, solche tiefen, entspannten Folgen. Eigentlich, wenn man vernünftig fahren würde, wären sie tief und entspannt oder so. Also es ist auf alle Fälle halt auch trotz der Fehlerchen entspannter als jetzt in gut, wir fahren auch ohne Sicherheitssysteme jetzt in diesem Fall, aber halt auch deutlich entspannter als S-Bahn-Verkehr auch ohne Systeme wäre halt doch stressiger, wenn man halt ne, viel aus Bremsen auch fokussiert sein muss. Ja gut, das sieht man natürlich sehr viel, wenn ich 8 drücke. Im Tunnel. Gott! Das ist so laut hier im Tunnel. Ich bin voll zu beschleunigen, bringe den Zug. Du fühlst
60 Miles per Hour habe ich hier gar nicht wirklich wahrgenommen. Immer schön lösen und aufladen, die Fahrerbremse. Das Problem an der Strecke ist, du musst echt akustisch aufpassen. Da es sehr laute Elemente von dem Tunnel gibt, musst du aufpassen, dass die Stimmen nicht zu leise werden. Du bist gerade sehr, sehr leise bei mir im Hintergrund, aber es geht noch. Ja, das ist ein Problem, aber kann man halt nicht ändern. Man versteht sich noch. Muss ich gleich die Beschleunigung ausschalten, weil der so gerade so laut beschleunigt, dadurch, dass ich hier durch den Tunnel beschleunige. Ja, das ist halt so, ne, kann man halt nicht ändern. Das ist halt, also kann man bestimmt ändern, aber dafür muss man in investieren, damit man halt sowohl eine Audiospur von Leuten, die im Voice sind, hat und vom Game selber, dass man halt das nochmal separat einstellen kann. Könnte man sicherlich auch machen, aber eigentlich geht's ja auch so. Also haben wir Egelt wieder 72 km/h. Autsch, ich hätte nicht im Tunnel hupen sollen. Ist die cool, ne? Also das hohe Signalhorn, das geht ja schon richtig auf Ohren. Von aber das Tiefe, er drückt mal N, das Tiefe. Ja, das schallt sehr doll nach. Klingt geil. Ich mag Tunnel. Echo. Jetzt dürfen wir wieder 65 Miles per Hour fahren und gleich dürfen wir wieder nur 45. Ich brauche immer das hin und her. Die Strecke hat ziemlich viel Abwechslung. Geschwindigkeiten. Eine Mitfahrt im Tunnel, auch eine Mitfahrt und Vorbeifahrt im Tunnel macht glaube ich auch keinen Sinn, ne? Habe ich auch gerade schon gemerkt, dass ich eben abgedrückt habe. Na doch. Gott, war das laut, holy shit. Boah, es sieht eigentlich auch ganz geil aus mit den wunderschönen Fenstern. Ja. Man sieht zwar kaum was, aber man sieht halt die Fenster dabei rauschen. Gott, dann ist endlich der Tunnel hier durch. Von Manchester, Victoria oder was? Ist aber auch ein ziemlich langer hier. Ja, stimmt. Ich bin jetzt draußen gleich. Also ich bin jetzt draußen im Tunnel, kann ich wieder schön. Bei mir dauert das noch ein bisschen. Also landschaftlich muss man fast sagen, finde ich, ist das die schönste Strecke im TSW. Ja, muss ich auch sagen. Also die Tunnel gefallen mir schon sehr gut. Ich kenne ja nicht alle Strecken. Ich habe ja nicht alle Strecken. Mir fehlen ja diese eine britische. Hä, wo kommen denn jetzt die... Ach, da war ja 45 Meilen. Da war ja was. Hoppala. Ich kenne ja die britische... Ja, ich weiß, welche du meinst. Ich kenne eine neue britische Strecke nicht. Ah, die neue? Die in der modernen spielt. Oh, okay, ja. Und die kanadische kenne ich nicht. Canada, Dings, der Bumster. Ja. Oakville, was auch immer dieses Ding heißt. Oakville Subdivision, genau. Genau. Und ich glaube, die ist gar nicht mal so gut, habe ich gehört. Wieder übrigens wieder zu schnell. Kanada, kanadische gehört, dass sie irgendwie. Generell muss man auch so ein bisschen sagen, dass sehr viel sehr schnell in der Zug
Community, kann man das da so sagen, kritisiert wird. Also da ist dann immer so, ach, ja. Wenn die Bewertung durchsiehst, was dort schon wieder alles schlecht war. Na, also man muss halt bedenken, dass es halt. Also ich weiß halt natürlich nicht, wie das jetzt wirklich dort ist, aber man muss halt auch bedenken, dass zum einen es möglichst realistisch nachgebaut wird, aber halt auch nur halt in Rahmen, ne? Also man kann halt nicht, man muss, die müssen das halt ja immer noch auf auch noch für Low-End-PCs so gesehen spielbar machen. Dadurch geht natürlich auch viel Realismus oder Realismus von der Strecken, vom Streckenbau verloren. Es sind halt auch nur kleine Passagen und es sind halt nur Nachbauten so, ne? Also die bauen ja schon relativ kurze Strecken damit. Also ja, vermutlich auch, damit sie schneller Strecken rausbringen können. Und zweitens aber glaube ich auch so ein bisschen, weil sie die größeren Strecken dann wirklich irgendwann Probleme kriegen mit PCs, die, ne? Ja. Weil die Sache ist halt wirklich, du musst ja auch eine gewisse Gruppe treffen, ne? Also wenn du jetzt sagst, das ist ein Megaspiel, das kann aber nur 5% aller PC-Besitzer oder 10% aller PC-Besitzer überhaupt spielen, weil die eine ordentliche Maschine haben, ne? Und alle anderen, ja, kann ich mir nicht kaufen, weil das sieht zwar wunderschön aus, aber was soll ich damit? Ich kann es halt nicht spielen oder zumindest nicht so spielen, dass es spielbar ist, sondern nur so eine Standbildpartie. Mhm. Dann musst du ja auch so ein bisschen wirtschaftlich denken. Eben. Aber generell, die bisschen länger könnten die Strecken schon wirklich sein. Das haben sie am Anfang. Guck mal, die Leipzig-Strecke ist zum Beispiel deutlich länger als die Hauptbahn Rhein-Ruhr. Muss man dazu sagen, Hauptbahn Rhein-Ruhr kannst du viel mehr verschiedene Züge fahren. Dass halt im ganzen Rheingebiet halt auch viele Strecken es gibt, ne? Und in Leipzig ist es halt nur um Leipzig rum und so weiter, es ist halt nur Leipzig. Also nur Rapid Transit. Und wir haben jetzt hier fürs Rhein-Ruhr-Gebiet oder fürs Rhein-Gebiet, sag ich jetzt einfach mal, haben wir jetzt ja auch schon mittlerweile 3 Strecken. Ich hoffe ja immer, dass sie sich da was bedenken. Also ich hoffe ja wirklich, dass sie sagen, wir bauen das jetzt alles zusammen auf. Und wenn wir in ein paar Jahren das Spiel wirklich einigermaßen im Griff haben, dann machen wir die große Ruhrgebiet-Strecke. Und bauen die anderen Strecken mit da dran. Und verbinden die alle. Und dass man dann, wenn dann kommt der Intercity, dann kannst du von Hagen bis nach Köln durchfahren. Übertrieben gesagt. Ne? Ich bin ja auch sehr gespannt, würde es mich interessieren, wie so halt die, nach welchem Aspekt so gesehen neue Strecken ausgesucht werden zum Release oder zum Bebauen und so weiter. Und zum anderen halt auch, wie so die. So, also mich würde halt eine Roadmap interessieren. Mhm. Also halt in Form von Wegen hier, wir planen, was weiß ich, 2022 planen wir. Was weiß ich, Afrika oder eine China-Map oder whatever, sowas halt in der Richtung. Stimmt. Ja, aber ich glaube, so weit denken die gar nicht. Oder halt nur einen etwaigen Roadmap, ne, dass man sagt, okay, ja. Roadmap, genau, Roadmap. Also, ich glaube schon, dass obwohl die, weiß nicht, wie lange, ich weiß, kann man nicht, wie lange so eine Strecke in der Entwicklung braucht. Du musst dir ja vorstellen, die Leute, die werden ja. Die werden da hinfahren, die werden mit den Zügen vorne mitfahren und sich alles angucken. Dann braucht man halt natürlich noch Tontechnik und so weiter. Da muss dann natürlich noch ein Tonteam hin. Ja, genau. Dann Model-Team und alles pipapo. Also so, ich vermute mal, die machen es halt ähnlich wie SCS-Software. Mhm. Wobei SCS-Software, glaube ich, auch mehr mit Google Maps arbeitet, weil es halt integrierbar ist, die Google Map Map. Ja. In den Bilder. So mit Bildern vermutlich. Ja. Aber halt auch ne, für manche Objekte, was weiß ich, wenn da irgendwelche Assets sind, irgendwelche Skulpturen und so weiter, werden sie wahrscheinlich auch sich irgendwelche Fotos oder sogar dahin fahren, um zu gucken und ja. um bessere Aufnahmen davon machen zu können.
großer Vorteil an SCS ist ja auch, die können einfach sagen, das ist alles, das ist ja alles nicht der Maßstab. Das ist ja alles ein anderer Maßstab. Also du hast ja dann viel kleineren Maßstab bei SCS. Bei hier bei Train the World, wenn du da was vergisst auf der Strecke, dann kannst du halt nicht damit sagen, ja, konnten wir nicht darstellen, weil der Maßstab anders ist. Das ist ja 1:1. Das heißt, dann sind die Leute sagen natürlich auch, ich fahre jetzt hier durch Essen. Das habe ich mehrmals gehört, dass in Essen zum Beispiel Gebäude fehlen. Wo ist dieses Hochhaus? Das sieht man ja gar nicht. Das steht ja in Realität genau da. Wenn das nachbildet, dann baut es doch richtig. Hab mich übrigens. Glaube ich. Aber. Also, man kann halt nicht sagen, woran es liegt. Also, es wird mit Sicherheit Gründe dafür geben oder gute Gründe, weswegen das halt nicht dabei ist. Warum müssen wir jetzt wieder so langsam fahren? Oh, die Waldfee. Vielleicht müssen wir extrem langsam fahren. 24. Das war ein bisschen stark jetzt wieder gebremst. Ah, 14 runter. Ja, hier ist eine starke Weiche, glaube ich. Ja. Okay, ich bin auch gleich bei der starken Weiche dann. Obwohl, die ist gar nicht mal so stark, finde ich. Meiner Meinung nach hätte man da nicht mit 24 rüber müssen. Ja, ein bisschen schnell sind wir. Was geht ein bisschen bergab? Wahrscheinlich auch wegen der Bahnhof, ne? Auf der Strecke darfst du irgendwie durch Bahnhöfe extrem langsam noch durchfahren. Ich sehe nichts, ich bin in einem Tunnel. Also hier geht es wirklich nichts, oh Gott. Also da wäre schon interessant, wenn da mal die Tunnel beleuchtet wären, so, ne? Mhm. Man hat überhaupt sieht, aber. Brauchst du eigentlich nicht im Eisenbahntunnel, ne? Ja, schon. Wenn er jetzt damit rumläuft, schon, aber das sollte eigentlich nicht damit rumlaufen. Die dümmste Stelle, an der du rumlaufen kannst, ist Eisenbahntunnel. Am besten noch einspurige Eisenbahntunnel. Das ist doch die dümmste, das ist so 10 dümmsten Sachen, wo du rumlaufen kannst. Gehört wohl ein Eisenbahntunnel, finde ich. Hast ja meistens noch so tatsächlich so Notbuchten. Gibt es ja öfters mal so Tunnel, ne? Mhm. Wo du dich dann reinretten kannst, aber dafür musst du erstmal schneller als der Zug sein und nah genug dran sein. Ja, das stimmt schon. Gut, im Tunnel kann man natürlich das vielleicht auch etwas. Ja, kommt drauf an, ne? Auf den Tunnel und auf die Züge, die dort fahren. Okay, die Weiche ist halt wirklich nicht stark. Moment, welche Weiche denn? Fahren doch nur geradeaus weiter. Ja, Weiche, Zweigung. Wo ist eine Weiche von dem anderen Gleis? Also ja, also wir nutzen sie so gesehen nicht, um jetzt einen schärferen Weg einzuschlagen. Gleich dürfen wir 75 Meilen pro Hour fahren. Die werden wir nie im Leben erreichen. Beschleunige gerade schon durch. Ordentlich. Ich bin jetzt gerade in dem Bahnhof von irgendwas mit S on Bridge. Ich bin immer zu schnell, um das lesen zu können. Sind ja schon wieder 80, hat sich ja gelohnt.
Habe mir schon fast gedacht, dass es bald wieder langsamer weitergeht. Oh, oh, falsche Richtung. Ich wollte nicht bremsen. Hoffentlich stehst du dich gleich kostet nicht weiter. Na, ich komme noch weiter, alles gut. Aber wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, was ist das Erste, was die jetzt auf jeden Fall bald mal machen sollten für TSW? Weil das ist halt echt so ein bisschen so. Macht sie nicht unbedingt sympathischer von Dovetail, dass sie es nicht hinkriegen, einen Editor zu bauen. Beziehungsweise einen Editor zu veröffentlichen, weißt du? Ja, ja. Weil das oder wird schon so ein bisschen so. Oder sowas. Wir wollen auf keinen Fall, dass jetzt andere Entwickler irgendwie auch nur ein bisschen was damit verdienen. Was im Endeffekt aber auch dafür sorgt, dass niemand das Spiel kauft. Deutlich weniger Leute. Als zum Beispiel ein Train Simulator. Wo halt viel mehr Leute das kaufen, weil allein schon so viele Add-ons gibt. Mhm. Und wenn du im TSW halt lauter keine. Na, das lohnt sich ja nicht, das ist zu schwachsinnig. Also, es lohnt sich halt. Also, ich meine, das ist schwachsinnig, weil sich das einfach. Ich hoffe, das machen sie einfach bald. Weil, dann gibt es einen richtigen Pool. Da gibt es auch vernünftige deutsche Strecken. Also vernünftige Diana-Strecken sind gut, die deutschen Strecken. Es gibt auch richtig gute deutsche Strecken, das will ich gar nicht sagen. Aber vielleicht ein bisschen andere Strecken noch, ne? Ja. Und irgendwie mehr Auswahl. Und ich hoffe ja auch mal, dass sie, wie gesagt, also diese Ruhrgebiet-Sachen gefallen mir alle ganz gut. Aber wenn ich jetzt hier zwei Videos zeigen würde, ich fahre eine Strecke im Rhein-Ruhr-Osten-Teil, also ohne die Bahnhöfe, und ein Fahrenteil in Rhein-Ruhr-Hauptbahn. Würdest du den Unterschied erkennen? Ich glaube schwerlich. Also klein, du wohnst da, aber ne? Die sehen einfach sehr, sehr gleich aus, weil sie halt in derselben Region spielen. Und da wäre halt so eine Alpenstrecke schon mal was Schönes zum Beispiel. Mhm. Dann, oder meinetwegen wie durch norddeutsche Tiefebene, also durch ein paar Felder durch, ne? Einfach um Abwechslung reinzubringen, oder wie? Ja. Und ich glaube, Felder ist ja auch nicht so schwer darzustellen. Wenn man jetzt sagt, man macht jetzt irgendwie so eine Nebenbahn von, keine Ahnung, vom Norden. Ich könnte mir vorstellen, dass erstmal so das Augenmerk auf rein oder auf dem Ruhrpott liegt, so nach dem Motto, von den deutschen Strecken her, und es danach halt vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht Richtung Hannover gehen könnte oder sowas in der Richtung, also oder München nochmal, also halt München oder vielleicht auch ein bisschen Berlin oder so, aber halt hauptsächlich irgendwie metropolenmäßig wird es wahrscheinlich. Wäre aber schade, weil guck dir das mal an, TSW, sie kann landschaftlich richtig gut aussehen, wenn es zwischen Wald und Wiesen geht, mehr oder weniger. Mhm. Und ich würde ja gerne mal mit einem. Also ich hoffe ja auch, dass ein ICE mal irgendwann kommt, aber ich fände auch ziemlich cool, wenn ich mal mit so einem einfachen Steuerwagen hier durchfahren würde. Oder mal eine deutsche historische Strecke. Also mehr oder weniger ist ja die Gemütenstrecke da hinten historisch, weil es die nicht mehr gibt, aber da fahren da moderne Fahrzeuge drauf. Das ist ja wirklich historisch. Ne? Mhm. Die ist ja jetzt nicht wirklich alt. Ja. Das gibt es ja seit 5 Jahren nicht mehr, oder? Ich rede wirklich so, keine Ahnung, Deutschland in den 70ern, Deutschland in den 80ern. Mit einem BR-103 dadurch. Das ist wieder schnell zu blocken, ne? Aber. Ja, das Ding ist halt bei solchen, also ich sag mal, bei historischen Strecken ist natürlich, dass du halt viel mehr recherchieren musst, ne? Also recherchieren von wegen, wie der Streckenverlauf damals war, was dort gebaut wurde und natürlich auch wie die Strecke, wie die Landschaft und die Gebäude halt zu dem Zeitpunkt dort aussahen. Vor allem, es wurde ja auch. Ja, aber der Vorteil ist aber auch, die wenigen, also wenn du jetzt in die 80er, 70er, 80er zurückgehst, wie viele Leute, selbst von den Leuten, die damals gelebt haben, können sich genau daran erinnern, wie die Strecke damals aussah. Also da würdest du auch nicht so viel Beschwerden haben. Weil die Leute nämlich dann sagen, Moment, stand das Haus da? Keine Ahnung, ob das in den 80ern da stand. Weißt du? Beschwerden wirst du immer haben. Wir leben leider im Zeitalter des Internets.
also Überlebensherrschaft ist. Ja, klar, aber du wirst weniger Leute haben, die sagen, das Haus steht falsch. Weil heute steht das Haus genau da. So, ne? Oder vor 3 Jahren, wann die Strecke gebaut wurde oder spielt, so in der Art. Ne? Ja. Naja, also das Meckern auf hohem Niveau. Ja, oder meine Dings fahren irgendwie. Das deutsche, alte, historische deutsche Loks wäre schon cool. Eine Dampflokke-TSW, das hätte auch was. Ich bin zwar nicht der Riesendampflok-Fan, aber eine Dampflokke-TSW, das würde ich mir kaufen. Deutsche Dampflokke-TSW? Das wäre doch irgendwie cool, ne? Ja. Meistens feiern würde ich ja wirklich, wenn sie machen würden, eine Strecke in 50er oder 60er Jahren. Weißt du warum? Das ist ja diese Zeit, wo es alles gab, ne? Mhm. Wo wir jetzt Dampfloks fuhren? Dampflok, eine Dampflok wäre auch mal nice, ne? Also. Ja. Wir haben halt hauptsächlich ja nur Diesel und Elektro. Ja, also weil. Oder? Elektro-Diesel. Wo man dann wirklich, also wirklich 50er, 60er Jahre, so die letzten Dampfloks fahren. Die Diesel-Loks sind aktiv. Und die ersten Elektro-Loks. Da müsste man wahrscheinlich 2 Strecken bauen oder so, ne? Also einmal so eine Nebenstrecke, Nebenarm. Und einmal so eine Hauptstrecke. Die Hauptstrecke ist schon elektrifiziert, da fahren schon die ersten. Also wirklich diese allerersten Baureihen, ne? Elektrobau rein. Und die anderen sind halt noch deelektrifiziert. Da fahren noch Dampfloks bzw. diese Züge. Das hatte echt was. Aber da müsstest du wahrscheinlich 3 Züge vollpacken und das machen sie ja auch nicht, 3 Wagen. Ne? Also Möglichkeiten gibt es halt viele, ne? Also. Oder wahrscheinlich damit ein DSC. Also dass man erst irgendwie die Dampflok und ein Elektrolok dabei legt und dann später als DSC nur diese. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich komme. Okay, was heißt, ich glaube, ich komme zu spät. Ich komme safe zu spät. Oh, jetzt sehe ich die ersten Hochhäuser, genau, Hochhäuser. Und ich bin gerade mit 53 in der 30er-Zone reingerauscht. Ein bisschen schnell. So. Noch 2,4 Kilometer bis ich da bin. Ich noch 2,5 Meilen. Na, mal zu umrechnen. Hast du den Umrechnungskurs gesehen, die Zahl? Irgendwas mit 0,65, aber ich weiß nicht, ob Kilometer. Also, ich glaube, ich habe noch mehr vor mir als du. Ja, klar, aber. Also, irgendwas mit 0,654 oder sowas in der Richtung, weiß ich nicht, hab nicht drauf geachtet, ich war damit beschäftigt, mich aufzuregen. Wo kommen diese 3,6, die ich im Kopf habe? Weiß ich nicht. Vielleicht Fahrenheit und Celsius oder Gallon? Tonnen in Kilo? Quatsch, Tonnen in Kilo, nee, meine ich jetzt nicht, ich meinte Tonnen in die andere Einheit. Kilogramm in die andere Einheit, in wie heißt sie? Pfund. Pounds, genau, Pfund. Pounds, Pfund und so, das meinte. Verdammten Briten mit dem komischen, die Amis sind auch schlimmer. Also eigentlich ist es genauso schlimm. Aber ich muss schon sagen, der Zug, der bremst echt gut. Man merkt halt schon, dass es halt doch schmutziger ist als jetzt Great Western Express beispielsweise. Ja. Oder wie war das andere nochmal? West Somerset Railway. Ja. Das ist ja eher so ein. Hast du West Somerset schon mal gefahren? Ja. Ist halt auch. Ja, Ist halt eher so eine Ausflugslok, ne? Ja, genau. Ja, sowas in der Richtung. Ich glaube, die ist sogar modern, die Strecke. Das ist ja so, das ist ja so eine Museumslok eher, glaube ich, wirklich. Hat aber auch einige echt schöne Ecken. Also da, wenn du da am Strand entlang fährst oder so, oder an dem Strand, aber so an dem Wasser da, ne? Ja, das stimmt schon.
Also es sind dann schon schöne Strecken. Ne? Also man muss ja auch schon sagen, dass halt die Engine im Gegensatz zu Trains in World halt auch schon ja schöner ist, anders ist. Also ja, nicht so in die Jahre gekommen. Wirklich, ne? Du guckst, wenn du dir die Strecke hier anguckst, wie hieß das Ding, Villingen da? Oder Haken, nee, wie hieß denn das andere? Nein, du weißt, was man da am Bodensee, ne? Mhm. Das ist zum Beispiel, das kann hier mit locker mithalten. Ist sogar schöner teilweise. Ja, ne, also, ja, gut, also. Ich musste echt mal fahren, die schöne Strecke. Da gibt's halt ja auch das Ding halt, dass man halt Strecken erstellen kann und so weiter, ne? Ja, das ist das große Ding. Ich hoffe, dass es möglichst bald auch in TSW kommt. So, dann gehen wir noch ein bisschen Schub und sind auch gleich da. Es geht stark bergab, gut zu wissen. Drei Minuten zu spät, weil ich hier so langsam in den Bahnhof rein konnte. Ich bin auch drei Minuten zu spät, also alles gut. Aber es waren noch alle Züge pünktlich. Das ist auch Quatsch, aber es gibt immer so Leute, die sagen, damals war alles irgendwie. Aber das steht aber in der Szenario-Beschreibung, dass das eigentlich so ein bisschen die Phase war, wo die British Railways ja echte Probleme gekriegt haben und die ganze vier Strecken ja auch aufgelöst wurden und so. In Britannica war das ja noch schlimmer als in Deutschland. Wo in Deutschland ja schon viele Strecken eingestellt wurden und so, weil ich glaube, da ist noch mehr dem Neoliberalismus, wenn man so sagen darf, zu Opfer gefallen. Bremse, nicht aufs Rüber, das rote Signal rollen. Passt. Hatte ich heute schon immer, brauche ich nicht nochmal. Und wenn auch mehr oder weniger unverschuldet, weil ich rückwärts rübergerollt bin, weil ich zuckte ich wollte. Weiß nicht, ob wir was drin haben in der Aufnahme oder nicht. Ich kann euch schon mal ganz kurz den Zug zeigen, wo der. Die Wagen, nee, die Abteilwagen. First Class Abteilwagen, sehr geil. Mit diesen Ohrensesseln, sehr, sehr cool. Aber First Class? Ist auch First Class. Ich würde dann einmal in die Second Class, um die euch zu zeigen, das müsste die zweite Klasse sein. Sehr gut. Angekommen. Wir haben natürlich jetzt hier nur die Hälfte der Strecke drin, die ich gefahren bin. Weil die andere Hälfte ja ungültig war. Wie lange brauchst du noch? Ich kuller gerade. Kullerst du den Bahnhof? Genau, also noch nicht. Ich bin noch mehr vor Bettgleis. Komm, bist du schon bei den total niedrigen? Was ist das bei dir? Bei mir war 16 km/h bei dir auf jeden. Ich bin jetzt gleich in der 10-Meilen-Zone. Ja, 10 Meilen. Na, dann können wir es ja nicht ausrechnen. 10 Meilen, A16, dann kannst du Umrechnungskurs ja ausrechnen. Ja. Sprich, dann gehen wir jetzt auch nicht auf den Bahnsteig oder zum Bahnsteig. Gerade mal kurz die Wagen geguckt. Ich gehe noch mal kurz ein bisschen durch die Wagen, wenn du noch eine Sekunde brauchst. Oder hat er jetzt weiter, ja? Gut, auch einmal wieder zurück, ja, danke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich hätte gedacht auf der linken Seite, aber gut. Was ich vorhin gesehen habe, als ich das Szenario ausgewählt habe, was ich auch ganz cool fand, was ich vorher nicht wusste, es gibt Postfahrten. Du kannst dir Post zurückspielen. Ja, super. Okay, nice. Weil du hast ja hinten noch Post immer so ein Gepäckwagen, so ein Dingswagen dran, ne? Mhm. Sogar mit Bremsertisch noch. Sit in Guard Seat. Okay. Ach, das ist ein Wächter hier, Seat Guard. Ich hätte gedacht, das ist kein Bremser, das ist ein bisschen beet, aber so ein Typ, der hier sitzt und hier sind halt die ganzen Frachträume. Das ist ziemlich cool.
Danach fährt der Zug auch wieder ab oder wartet der Gegner noch? Ich glaube, der wartet hier erstmal ein bisschen in Manchester. Einfach mal hochgehen hier. In den Bahnhof. Das ist auch krass, ne? 2 Yards vor dem Signal müssen wir halten, ist die beste Halteposition für den Zug oder die angesetzte? Ich hab deutlich früher gehalten, wie 18 Meter oder so, weil mir das zu riskant ist, dass ich dann irgendwie den Zug nicht so präzise zum Stehen kriege. Ach, hier ist der Kopfbahnhofbereich. Hier wird man wahrscheinlich mit den Regionalzügen dann losfahren. So, aber die Leute, wie gesagt, ich kann ja nochmal die Deutsche zeigen, die hier rumstehen in der Zeit, wo wir mitten raus. Zielvorgabe erfüllt, bin fertig. Sehr gut, jetzt bin ich gerade hier runtergesprungen. Ich stehe mitten auf dem Gleis. Nur eine Silbermedaille. Ich beende die Folge jetzt hier auf dem Gleis am Prellbock, weil ich gerade auf den runtergefallen bin. Ich muss die Leute noch kurz zeigen. Gut. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.